Moin, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Scorpion-Auspuff. Den habe ich einmal hier. Der braucht mal ein bisschen optische Liebe. Der muss mal ein bisschen aufbereitet werden. Jetzt auch nach dem Winter, auch mit Salz auf den Straßen und so weiter. Man sieht es, die Unterlegscheiben haben zum Beispiel hier schon Rost abbekommen. Das Ganze ist heute das Thema. Ich habe einen Edelstahlreiniger besorgt. Ich werde den mit euch jetzt zerlegen. Hier ist ja auf dem Scorpion-Auspuff der TMR-Endschalldämpfer drauf verbaut. Der ist ja deutlich länger als der originale vom Scorpion. Ist aber auch unerheblich. Es geht ja um den Edelstahl. Also, das ist heute das Thema. Die Tröte auseinanderschrauben und dann sauber machen mit dem Reiniger. Ich weiß nicht, was er bringen wird. Er ist von Optiglanz. Und ja, mal sehen, was passiert. Und danach dann wieder schön zusammenbauen mit frischen Muttern und Schrauben und dann geht das richtig ab. Also dranbleiben, wenn ihr Bock drauf habt und bis gleich. So, als erstes sind wir es hier mal heute nicht an der Werkbank, sondern auf meinem kleinen Werkzeug-Rollwagen-Tisch-Dingens. Hier ist nochmal der originale Endschalldämpfer. Mal im Vergleich. Der Längenunterschied ist schon ja, deutlich, ne? Aufgrund des längeren Endschalldämpfers macht der nicht ganz so viel Krach hier, der von TMR. Der hört sich hier natürlich ein bisschen kerniger an. Er ist ja auch soweit zugelassen. Aber ich wollte nicht unbedingt noch mehr mit so einer lauten Tröte auffallen als sowieso schon. Deswegen hatte ich mich für den TMR entschieden. Der macht aber auch immerhin noch genug Krach. Also von daher, nur dass man das mal gehört hat. Was da so der Unterschied ist. Einfach in der Länge. Der könnte vielleicht hier auch mal frisch gedämmt werden. Das mache ich jetzt aber heute nicht. Das ist vielleicht mal ein Thema für ein anderes Video. Hier ist noch der Auspuffflansch mit der Feder. Sieht auch alles natürlich nicht mehr ganz so fresh aus. Aber das wollen wir heute besser machen. Hier ist noch die Schelle, die beim TMR dabei war. Die passt aber leider nicht. Die ist nicht kompatibel mit der Vorrichtung, die hier am Resonanzkörper ist. Daher musste ich diese hier weiter nutzen. Das ist tatsächlich nicht die originale vom Scorpion. Die ist ja auch so, ich sag mal, so zwei so eine Spangen hier so rum mit so einer Gummigeschichte noch dazwischen. Das ist hier wohl mal irgendwann ausgetauscht worden. Ja, geht ja aber eigentlich eher um den Auspuff heute, das Reinigen des Edelstahls. Und deswegen können wir jetzt mal loslegen. Ich habe jetzt hier die 10er Nuss auf die Knarre gepackt. Und jetzt würde ich als erstes mal die Halterung abbauen, die jetzt hier an den Motorblock rangeht. Ja, dazu konnte ich das Ganze hier hinten mit einem 10er Mausschlüssel und drehe die Mutter hier so ab. Löse das schon mal an. Und dann nehme ich mir meinen Akkuschrauber und drehe das ab. Geht das schneller. Und das ist schon die Schraube. Ich habe die Schrauben alle neu besorgt, weil das will ich dem Auspuff nicht antun. Künftig. Hier die Scheiben sind auch nicht mehr so lecker. Also das kann gerne mal neu. So, dann haben wir hier noch diese Gummis. Die sind wahrscheinlich so Hülsen durchgesteckt. Vermute ich jetzt mal. Das werden wir ja gleich sehen. Hier ist die andere Seite, die sieht schon noch deutlich bescheidener aus. Und das Ganze ist hier mit einer Mutter gekontert. Das gleiche mache ich jetzt hier auch nochmal. Und dann sollte das Teil eigentlich schon ab sein. Es dürften eigentlich nur die zwei sein. Wahrscheinlich habe ich noch was übersehen, aber das sehen wir dann gleich. So, es war schon ein bisschen schwergängiger. Siehe da. Halterung ist ab. Die könnte auch mal frisch gepulvert werden oder so. Das, ja, ist wie es ist, aber jetzt ist sie mit zwei Schrauben schon ab. Das ging recht schnell. Jetzt haben wir hier auch die Scheibe. Dann noch hier die andere Scheibe. Schon richtig festgebackt hier. Ja, das ist ab. Gucken.
wie das denn eigentlich hier befestigt ist. Gucke ich gleich, wenn der Endschalldämpfer ab ist, das dann auch beiseite. Das ist mal hier die Schelle vom Endschalldämpfer, ist auch eine 10er. Die auch noch mal abdrehen. Ist ja hier unter Spannung. Sieht so ein bisschen self-made hier alles aus. Ich habe den so gekauft. Na komm. So. Hier mit so einem Gummipuffern wahrscheinlich. Kann man da auch eine Waschmaschine draufstellen, dann vibriert das nicht. Das lasse ich mal zusammen. Dann ist das schon mal lose. Kann man den schon mal vorsichtig hier runter. Die Schelle hier ist schon mal runter. Und zuletzt, und jetzt kommt das Schöne an diesem Tisch, kann ich ihn drehen. Und hier hinten nochmal die drei Muttern abschrauben. Hier sind Gewindebolzen in dem Endschalldämpfer, die hier durch dieses Teil nachher durchgucken. Bei dem anderen Endschalldämpfer gehen dann Schrauben durch dieses Stück hier durch und dann, also durch dieses Stück hier durch, werden dann hier reingedreht. Ne? Hier sind Gewinde drin. Das ist nur der Unterschied hier. Der TMR hat aber Gewindestifte. So. So. Da ist er schon. Jetzt haben wir den Endschalldämpfer abgebaut. Lege ich beiseite. So, jetzt haben wir hier den Resonanzkörper. Jetzt muss ich hier nur noch mal irgendwie diese Gummipuffer-Dinger hier mal rauskriegen. Da wird es ja sicherlich einen Trick 17 geben. So, ich habe jetzt hier mal einen Schraubenzieher geholt. Ich denke mal, das sind hier drin so Hülsen, die schon mal so rausgedrückt werden können. Da, wo die Schraube dann durchgeführt ist. Ja, einfach durchgedrückt. Der sollte hoffentlich auch. Jo. Die sind jetzt durchgeschoben. Jetzt müssen die Dinger hier wahrscheinlich so auch so durchgefummelt werden, ohne dass sie kaputt gehen. Meine Güte, die sind immer schwer da drin. Ey. Die waren wahrscheinlich nicht dafür gedacht, die mir jemals wieder rauszuholen. Komm schon. So. Da ist das erste Ding. Also, Gewalt hilft. Guck mal, so, seht ihr das? So hell sah es auf jeden Fall mindestens vorher schon mal aus. Also der, ja, wurde mal Zeit, dass der mal wieder ein bisschen fresh gemacht wird hier. Der gute. Oh, guck mal, ob ich das hier auch nochmal hinkriege. Muss hoffen. Komm schon. So. Da ist der zweite. Gut. Dann ist der Auspuff offiziell, ja, vermutlich nur noch aus Edelstahl, ne? Und kann nun behandelt werden. Jetzt kann ich ja mal erstmal das Wundermittelchen zeigen. Und zwar ist das hier Optiglanz Intensivreiniger für Edelstahl Auspuffanlagen. Vor-Nachher-Bild. Also es ist natürlich egal, habt ihr jetzt ein Motorrad, habt ihr einen Roller. Hauptsache es ist Edelstahl. Hier sind auch Ausnahmen beschrieben. Kriegt ihr hier bei Louis gekauft. Zum Beispiel. Genau. Einsprühen. 1 bis 3 Minuten einwirken lassen. Mit Wasser abspülen. Fertig. Das ist die Grundbeschreibung. Man kann auch mit dem Schwamm noch ein bisschen was nacharbeiten. Man kann das auch mehrfach anwenden. Hinten steht alles drauf. Ist der Wasser, nicht der Wasser, sondern
Der Auspuff muss kalt sein, trocken sein. Dann soll man das einsprühen. Dann reagiert das hier hoffentlich mit diesem ganzen Siff und Dreck hier drauf. Und dann soll man das mit einem harten Wasserstrahl gut abspülen. Man kann auch mit einem harten Schwamm nacharbeiten, also so ein Glitzy-Schwamm. Am besten anscheinend mit der schwarzen Seite, dass das auch ein bisschen runtergeht. Vorsichtig sein, dass der ganze Auspuff danach nicht komplett zerkratzt ist. Und ja, das werde ich jetzt gleich mal mit euch machen. Der ist jetzt fertig, ich gehe jetzt raus und dann werde ich mit einem, nach dem Einsprühen, mit einem Hochdruckreiniger da rangehen. Muss natürlich nur gucken, dass der Auspuff nicht wegfliegt. Wenn ich da drauf halte, muss ich mir noch was ausdenken. Also bleibt dran, wie es weitergeht. So, jetzt befinden wir uns hier draußen. Ich habe jetzt hier das Fläschchen. Das werde ich jetzt mal aufdrehen. Gucken, wie sieht es hier drin aus? Okay, schaumig. Dann Deckel drauf. Sprühflasche. Sprühkopf. So, dann ist das Ding noch auf off. Drehe ich das auch nochmal auf. So, was Strahl. Ach so, genau. Hier ist anscheinend so ein Sprühnebel oder ein so ein Strahl, aber ich will das natürlich ein bisschen großflächiger. Dann ist das hier, einmal pumpen hier. Genau, kommt das schon raus. Dann habe ich hier noch so einen alten, abgefackten Schwamm. Na, hier so ein Glitzy-Schwamm, der ist schon gebraucht, deswegen brauchst du keinen neuen benutzen. Und dann werde ich mir jetzt nochmal aus Sicherheitsgründen nochmal so eine Atemschutzmaske aufsetzen, damit man das Zeug nicht einatmet. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber ich mache es einfach. So, also, ich sprühe das ein, dann werde ich das ein bisschen mit dem Schwamm ein bisschen verteilen und so ein bisschen diese gröberen Stellen bearbeiten. Und wenn das denn so ein bisschen eingewirkt ist, so 3 Minuten, dann werde ich das mit dem Hochdruckreiniger sauber spritzen und dann, ja, mal gucken, was passiert. Also, los geht's. So, ich gehe jetzt hier ein bisschen rüber. Man sieht schon, man kriegt hier schon was ab. Ich lasse es vielleicht erstmal doch einen kleinen Moment einwirken. Ich warte jetzt mal kurz eine Minute oder so. Und dann fange ich an mit dem Schrubber hier. Zwischendurch lässt sich sagen, das riecht so ein bisschen wie so ein Keksteig oder so ein bisschen so gebäckmäßig. So, ich werde das jetzt mal abspülen, weil es darf nicht zu lange drauf sein. Und dann werden wir mal gucken, wie es aussieht. Und dann mache ich nochmal ein, zwei, drei weitere Gänge. Und dann sehen wir nachher das Endergebnis. Gucken wir uns das mal aus der Nähe hier an. Das ist jetzt schon mal nach dem ersten Durchgang schon krass. Klar, hier vorne ist es hartnäckiger. Ich hoffe, jetzt hört ihr mich auch mal. Ich finde das Ergebnis jetzt schon richtig gut für den ersten Durchlauf. Man hat auch gemerkt, dass mit dem harten Wasserstrahl jetzt also wirklich auch richtig was runterging. Glänzt ja jetzt schon geil, das Teil. Klar, es ist hier so ein bisschen der Siff vom Rasen und so dran, aber wenn das gleich nochmal eingesprüht wird, nochmal abgeschrubbt wird, dann kann das schon mal sich wieder sehen lassen. Okay, also ich mache das jetzt nochmal und dann sehen wir uns nachher beim Endergebnis des Saubermachens und dann können wir wieder zusammenbauen. Also dranbleiben. So, liebe Leute, da wären wir wieder.
Ich habe das Teil jetzt hier dreimal bearbeitet und muss sagen, ich bin erstmal zufrieden. Klar, es ist nicht 300-prozentig, aber dieser ganze Mock ist verschwunden. Hier vorne war vorher mal Hitzeschutzband drum. Dadurch sind die Verfärbungen hier natürlich relativ hartnäckig. Aber ich denke mal, dass man das da mit so einer Politur nochmal so richtig klar machen kann, ne? Hier die E-Nummer ist noch am Start. Die hat es überlebt. Hier die Halterung ist alles, wie ich finde, eigentlich in Ordnung. Hier und da sind noch ein paar kleine Flecken. Das ist aber, das kann man nochmal nacharbeiten. Aber jetzt so für den ersten Anlauf, das Ganze hat mich jetzt, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder so gekostet. Und 15 € kostet das Zeug übrigens, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Das finde ich für das Ergebnis in Ordnung. Und für so eine teure Auspuffanlage kann man das mal machen. Klar, wenn es erst so weit gekommen ist, das wieder wegzukriegen, ist natürlich so eine Sache. Aber ich bin soweit zufrieden. Und jetzt kommt eigentlich der beste Teil, und zwar das Zusammenbauen. Und ich werde jetzt auch den originalen Endschalldämpfer vom Scorpion verbauen, denn ich überlege, den Auspuff zu verkaufen. Gut, dann geht's jetzt los. Ich hänge euch hier wieder ins Stativ und dann bauen wir das Ding zusammen. So, als erstes fummel ich hier wieder diese Gummis hier durch. Danach werde ich dann die Hülsen da wieder durchstecken. Gucken, ob ich das jetzt hier so gebacken kriege, so auf Anhieb. Das war vorhin auch so ein Kampf, deswegen mal gucken. Ich mache das außerhalb des Videos, weil sonst wird das hier viel zu lang. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das drin ist. So, nun habe ich es hingekriegt. Das ist es hier unten drin. Und jetzt war ich hier im Baumarkt und habe hier neue Unterlegscheiben besorgt. Die Schrauben neu. Dass hier alles geil ist. Weil diese verrostete Scheiße brauche ich da nicht wieder ran. Und dann kann ich das jetzt hier schon mal ransetzen. Und dann ging die Schraube von hier ja durch. Das heißt, ich habe hier meine Scheibe. Die Schraube kann ich schon mal hier so durchpacken. Gleich hier auch auf der anderen Seite. Also man kann auch viele Sachen einfach im Baumarkt kaufen. Man muss das jetzt nicht immer speziell aus irgendeinem Shop besorgen. Für Schrauben kann man wirklich gut und gerne im Baumarkt ein bisschen die Augen aufhalten. Selber abwiegen, solche Geschichten. Das spart immer ein bisschen Kohle, ne? Nur als kleiner Tipp. So, die dann wieder rauf. Sieht man das, jo. Hier auch. Und dann habe ich hier nochmal 10er Muttern. Schon mal rangedreht. Die optimale Ausrichtung würde man jetzt wieder am Motorblock wieder feststellen. Ich ziehe das deswegen jetzt nur so ein bisschen sporadisch fest. Das müsste man dann am Motor selbst nochmal ausrichten. So, das ist dran. Na, sieht das schon so langsam wieder aus, wie es gehört. Na, so, habe ich das überhaupt richtig rum? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Dann kommt jetzt der Endschalldämpfer. So, hier haben wir den Endschalldämpfer. Den habe ich jetzt nicht mit dem Opti-Glanz-Zeug eingepinselt. Den habe ich so gelassen, weil der sah sehr gut aus und ich wollte auch nicht riskieren, dass der Aufkleber hier irgendwie Schaden nimmt oder nachher sich ablöst. Ich habe jetzt aber so einen neuen Tick. Seitdem ich hier mein Gewindeschneider-Set habe, habe ich irgendwie den Zwang, dass ich nochmal Gewinde nachschneide, wenn ich die Chance dazu habe. Dementsprechend haue ich jetzt nochmal mit dem M6 Gewindeschneider hier die Gewinde nochmal durch, dass die einmal auf dem aktuellen Stand sind. Die Schrauben dann nachher gleich richtig gut reingehen. Kann ich nur empfehlen, habe ich glaube ich im letzten Video auch schon getan. Einfaches Set kaufen für ein Swanny. Auch für Außengewinde. Manchmal kacken die ja auch ab. Und so ist das immer alles schön frei und freigängig. Und dann passt das alles auch mit den Schrauben wieder geil. So, jetzt kommt das Ding hier gleich ran. Ich habe jetzt auch hier Schrauben besorgt. Weil hier werden ja Schrauben reingedreht. Das sind so in Sechskantschrauben. Da kommt dann gleich hier so eine schicke Unterlegscheibe und dann noch so einen Sprengring,
dass sich das nicht von alleine losrüttelt. Und dann geht das ab. So, ich habe jetzt hier alles prepared. Jetzt kann es losgehen. Hier geht es jetzt mit der ersten Schraube durch. Ja, einmal gucken, wie ist die Ausrichtung. So soll das nachher sein, dass wir den Schriftzug sehen. Also kann das jetzt hier rein. Natürlich erstmal so ein bisschen andrehen, nicht dass sich das verzieht. Dann ist der schon mal dran. Sieht geil aus, ne? Wie ich finde. So, und als letzten Akt haben wir jetzt hier noch die Schelle. Die habe ich schon mal vorbereitet. Auch eine frische Schraube, frische Unterlegscheibe. Die muss jetzt hier nochmal rüber gefummelt werden. Vorsichtig rüberschieben. Über den Endschalldämpfer. Oh, was für ein Kampf hier, ey. Was für ein Kampf. So, nur hat die Schraube gegriffen. Mal gucken. Alles richtig. Sieht gut aus. Und dann vernünftig festziehen, dass da nichts vibriert. Dass hier hinten das Rohr nicht bricht durch Vibration. Dementsprechend muss das hier vernünftig fest sein. Dann kann da auch nichts mehr schief gehen. So, ich würde sagen, der sieht doch wieder geil aus. So ein bisschen mal von weiter weg. Sieht wieder richtig schick aus, wie ich finde. Ja, hier haben wir noch den Flansch für den Zylinder plus Feder. Hier alles neue Schrauben. Das sieht wieder richtig gut aus. Hier unten alles schick. Ja, das müsste man theoretisch nochmal irgendwann pulvern oder lackieren. Ja, hierfür habe ich auch nochmal neue Unterlegscheiben besorgt, dass dort M8-Schrauben durchpassen. Ja, so sieht das nachher aus. Und dann ist das heutige Video damit abgeschlossen. Also, egal ob ihr jetzt zufällig einen Scorpion-Auspuff habt oder ihr habt ein Motorrad mit 4 Krümmern oder was auch immer, mit dem Zeug kann man also schon mal einige Flecken und Ablagerungen abbekommen. Ich finde, der glänzt wieder. Man sollte vielleicht im Nachhinein nochmal so richtig polieren, um das alles perfekt hinzukriegen, sage ich mal. Aber ich bin da sehr zufrieden. Das ist echt ordentlich geworden. Im Vergleich zu vorher sind das schon mal deutliche Welten. Also, dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Geduld. Ich hoffe, das war interessant, auch mal diesen Auspuff zu zerlegen. Ja, ansonsten freue ich mich über Likes, Kommentare, gerne ein Abo da lassen, nichts mehr verpassen. Wer wissen will, wie laut so ein Teil ist, ich habe dazu auch ein Video gemacht, habe dort mal mit dem Dezibel-Messgerät rangehalten. Also schaut rein und nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.